Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop für den Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Lust, Liebe und Kreativität sind diesen Monat für euch groß geschrieben, auch wenn es in der Liebe einige Turbulenzen geben kann. Wenn sich eine spannende neue Liebschaft für euch ergibt oder ihr aus einem anderen Grund Beratungsbedarf habt, bin ich gerne für euch da und natürlich auch für eure persönliche Jahresvorschau 2019. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch gewinnen, denn diesen Monat verlose ich eine Kompaktberatung bei mir. Was ihr dafür machen müsst und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Gleich schauen wir in die aktuellen Konstellationen im Oktober. Vorher noch der Hinweis, dass ihr noch mehr Informationen über euer Horoskop und vor allem über die langfristig wirkenden Tendenzen im Jahreshoroskop 2018 findet. Und das gibt's als Video und in meinem Buch könnt ihr das nachlesen. Darin erfahrt ihr auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Für euch ist das zum Beispiel der Durchgang von Saturn und Pluto durch euer Partnerhaus noch bis 2020 und darüber hinaus. Jetzt im Oktober dreht sich alles um die Venus und die steht im Skorpion bei euch im fünften Haus der Kreativität und Lebensfreude und in einem superschönen Aspekt zur Krebssonne. Die Venus wird am 5. Oktober rückläufig und zwar bis zum 16. November. Das bedeutet, dass sie insgesamt bis Anfang Januar viel Zeit in eurem fünften Haus verbringen wird und sehr gut für euch steht. Außerdem befindet sich im Oktober auch noch Jupiter dort, sodass ihr mit einigen kreativen und auch erotischen Höhenflügen rechnen dürft. Allerdings wird die Venus ja rückläufig und dabei formt sie einige harsche Aspekte, vor allem wenn es auf den Neumond am 9. Oktober zugeht. Sie wird dann eine Spannung zu Lilith und Mars bilden und die stehen bei euch im 8. Sonnenhaus der Verbindlichkeiten und der festen Beziehungen. Und der Neumond selbst fällt bei euch ins 4. Haus der Familie und bildet dann leider einen harten Aspekt zu Pluto, der bei euch im Partnerhaus steht. All das zusammen lässt vermuten, dass es Konflikte gibt zwischen euren eigenen, kreativen oder auch erotischen Wünschen und den Verpflichtungen, die ihr im Familienleben und in der Partnerschaft habt. Dabei geht es darum, ob sich die Beteiligten an ihre Vereinbarungen halten oder auf einmal Zusagen rückgängig machen, weil sie es sich anders überlegt haben. Mars und Lilith im 8. Haus deuten auch darauf hin, dass es in euren festen Partnerschaften Diskussionen darüber geben kann, wer wie viel Freiraum zugestanden bekommt. Eventuell hattet ihr dazu schon Gespräche geführt und nun kann es sein, dass einer von euch die Sache doch wieder anders sieht. Und in diesen ganzen Komplex fließen auch finanzielle Erwägungen mit ein. Vielleicht fühlt sich einer finanziell abhängig vom anderen und das gefällt ihm nicht. Und es könnte euch persönlich auch passieren, dass ihr für irgendein Hobby oder ein Spaßprojekt zu viel Geld ausgebt und euer Partner oder die Familie ist dann sauer auf euch. Vielleicht könnt ihr den Neumond nutzen, um euch darüber Gedanken zu machen, wie ihr euer Familienleben so organisieren könnt, dass jeder auch seinen persönlichen Freiraum bekommt. Für ein harmonisches Miteinander habt ihr am 11. und 12. und auch am 15. Oktober gute Konstellationen. Danach folgen einige stressige Tage, aber es sollte euch gelingen, durch einen besonders höflichen und freundlichen Umgangston eventuelle Unstimmigkeiten zu entschärfen. Am Wochenende vom 20. und 21. Oktober stehen die Sterne wieder sehr schön für liebevolle Zuwendung und gute Gespräche. Die ganze Zeit gilt, dass ihr mit der Venus im 5. Haus sehr verführerisch wirkt und immer die Möglichkeit habt, durch ein erotisches Tête-à-tête euren Partner zu besänftigen und um den Finger zu wickeln. Wenn ihr alleinstehend seid, fördern die Sterne den Beginn einer neuen heißen Affäre, die sich aber zu Anfang noch als unsicher und kompliziert erweisen kann. Dann solltet ihr nicht leicht verzagen, denn die Venus steht euch den ganzen Dezember über noch einmal zur Verfügung und dann kann es ein Happy End geben. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen zusätzlich euer 5. Haus der Kreativität und Lebensfreude. Allerdings bildet sie dann gleich zusammen mit der rückläufigen Venus eine Spannung zu Uranus, ganz besonders zum Vollmond am 24. Oktober und das hat ein gewisses explosives und überraschendes Potenzial.
Doch die Konstellation bildet günstige Aspekte zur Krebssonne. Deswegen könnt ihr euch gut in diese kosmische Vollmondschwingung einfühlen. Und es ist wahrscheinlich, dass eure Freunde oder, wenn ihr beratend tätig seid, auch eure Klienten sich an euch wenden und um Rat suchen. Für alleinstehende Krebse ist dieser Vollmond einmal mehr eine spannende Konstellation, um jemanden kennenzulernen. Und da kann nach möglichen Anfangsschwierigkeiten sogar was Ernstes draus werden. Am 29. und 30. Oktober müsst ihr nochmal auf euch Acht geben. Da könntet ihr euch schnell vom Partner oder Flirt unter Druck gesetzt fühlen und vielleicht überreagieren. Zu Halloween am 31. spürt ihr wieder eure kreativen Kräfte und habt bestimmt Lust, euch in einem fantasievollen Kostüm unter die Leute zu mischen. Und wenn ihr es lieber spirituell und leise feiert, stehen die Sterne gut für ein kreatives Ritual. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.